Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Mal dachte ich mir, dass ich mal wieder ein FAQ mache. Yeah! Danny Burnitsch Vlog Time. Auf jeden Fall habe ich euch bei Facebook gesagt, ja, ihr könnt mir Fragen stellen. Also los, stellt mir Fragen, damit ich sie beantworten kann. Und da kamen wieder 1000 Kommentare. Und zum Schluss habe ich euch noch gefragt, ob ich eure Namen erwähnen darf. Und ganz genau. Gibt es doch zu, in Wirklichkeit gefällt euch das und ihr werdet immer feucht, wenn ich das mache. Ich weiß es ganz genau. Übrigens, zum Schluss des Videos gebe ich noch richtig wichtige Informationen raus, also ziemlich wichtig sogar. Also schön dranbleiben, es ist wirklich wichtig, aber erstmal kommen wir zum FAQ. Emirkan Yolakan. Hatten wir den nicht schon mal irgendwie? Fragt, wie lange wirst du noch YouTube-Videos machen? Und ja, ich darf seinen Namen erwähnen. Oh, das habe ich ja schon. Und was wäre, wenn da Nein gestanden hätte? Dann müsste ich das wahrscheinlich rausschneiden. Aber ist ja auch vollkommen egal. Und zwar, wie lange ich noch YouTube-Videos machen werde, das kommt immer ganz darauf an, wie lange ich noch Spaß an der Sache habe. Denn wenn ich keinen Spaß mehr dann habe, dann sehe ich auch keinen Grund mehr, weiter YouTube-Videos zu machen. Aber solange ich Bock habe und solange die Leute mich supporten und ich so eine geile Community habe wie jetzt, dann werde ich auf jeden Fall erstmal in den nächsten Jahren oder in den nächsten Monaten nicht aufhören. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und da werden auf jeden Fall noch viele, viele Videos von mir kommen. Und ganz genau. Max Hohlmann. Bester Name. Wie kam es, dass du so bekannt und beliebt auf YouTube wurdest? Und ja, ich darf seinen Namen erwähnen. Habe ich schon wieder getan. Oh, ich bin so gemein. Auf jeden Fall, das ist gar nicht so schwer zu erklären. Und zwar, es war mal ein Tag, es war ziemlich sonnig draußen und ich hatte einfach Lust, also ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann dachte ich mir so, wie wär's, wenn ich auf YouTube einfach bekannt werde? Und da bin ich zum YouTube-Chef gefahren mit dem Fahrrad. Und habe ihn mal gefragt, so, ja, könnte ich vielleicht berühmt auf YouTube werden? Und er hat gesagt, ja, ich habe heute einen guten Tag, also mache ich dich berühmt. Und dann wurde ich berühmt. Genau so war es, ganz genau so. Was, ihr glaubt mir nicht? Merkwürdig, klingt doch alles voll logisch. Dennis Yilmaz. Alter, habt ihr Namen? Und ich dachte, mein Name wäre kompliziert. Was findest du geiler, Snickers-Eis oder Sex? Snickers-Eis, aber geht auch vielleicht Sex haben und währenddessen Snickers-Eis essen? Immer wenn ich so etwas sage, dann stelle ich mir das immer im Kopf vor, wie das aussehen würde. Gar nicht so schlecht, Alter. Daniel Pfaffengut. Ernsthaft? Sorry. Wie viele Videos machst du am Tag? Das kommt immer auf meine Laune an und zwar manchmal mache ich sogar 3 Videos am Tag, manchmal mache ich auch 1 und ganz selten mache ich gar keins, zum Beispiel wie gestern, also Sonntag, weil ich da nicht so Lust hatte, ich war ein bisschen kaputt, bisschen müde, bisschen erschöpft und da dachte ich mir, nee, dann machst du einfach gar nichts, ein bisschen chillen muss ja auch mal sein, ich kann ja nicht jeden Tag Videos machen, aber ich habe die meiste Zeit eigentlich immer ziemlich viel Lust und da kommen auch ziemlich viele Videos von mir hoch und ganz genau. Übrigens, George hat mich letztens darauf angesprochen, immer wenn ich überlege, dann sage ich immer, und ganz genau, da hatten wir letztens den übelsten Nachflash. Und zwar, er schaut eines meiner Videos an und er kennt mich mittlerweile schon anscheinend so gut, dass er gesagt hat, okay, jetzt sagt er gleich und ganz genau. Und dann habe ich das genau danach gesagt, da haben wir den totalen Nachflash bekommen. Also ist euch das auch schon mal aufgefallen, dass ich immer und ganz genau sage, immer wenn ich überlege, was ich sage als nächstes. Ja, ja, schon lustig. Luca Mo fragt, was machst du eigentlich außer zocken? Gar nichts. Nee, Spaß. Natürlich mache ich ganz, ganz viele Sachen. Zum Beispiel trinken, essen, auf Klo gehen, obwohl ich da auch manchmal drauf zocke. Duschen auch noch. Wieso? Ist das nicht genügend? Oder was? Michi Gottfeller fragt, wirst du dir eine PS4 holen? Ja, ich werde mir die Xbox One und PS4 holen und ich werde davon auch Unboxings machen. Ich denke es zumindest. Ich habe nämlich jetzt heute sogar noch Sony angeschrieben und ich wollte mir eine PS4 sponsern lassen, weil ich mir die leider zu spät bestellt habe, dann kriege ich die halt und die Xbox One kriege ich dann auch wahrscheinlich und wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich auf jeden Fall Unboxings dazu machen und euch ein paar Tipps geben, welche Konsole ich euch empfehle, welche ihr euch kaufen solltet und dann werde ich mal ein bisschen austesten und vielleicht auch grafische Vergleiche und sowas machen, damit ihr euch dann entscheiden könnt, ja, was hole ich mir denn, weil ich kann mir vorstellen, diese Konsolen sind schon ziemlich teuer und es kann sich einfach nicht jeder leisten, deswegen. Ach, ich bin einfach so nett, Alter, oder? Bin ich nicht nett? Überziehend nett, ey. Der netteste Mensch der Welt. Der aller netteste Mensch der Welt. Es gibt keinen netteren Menschen. Ich bin der netteste. Was? Ihr seht das nicht so? Heftig, Alter. Ihr seid echt heftig. Ohne Scheiß. Johannes Robbel. Servus, Nanny. Gehst du auch oft auf Partys? Und ja, ich muss eigentlich sagen, ich gehe ziemlich nicht oft auf Partys. Also ich hatte mal eine Zeit lang, da bin ich ziemlich oft auf Partys gegangen. Das war, ich glaube, vorletzten Winter, als ich 16 wurde. Mittlerweile gehe ich nicht mehr so oft auf Partys. Damals bin ich mal ziemlich oft hingegangen. Vor allem, ich kann mich noch erinnern, als ich 16 wurde und die Chance hatte, auf Partys zu gehen, dann bin ich immer auf die Party gegangen und habe immer Leute gesucht, die uns mit reinnehmen konnten, weil
man da als 16-Jähriger nicht rein durfte, nur weil man ein 18-Jähriger dabei ist. Und dann haben wir immer Leute gefunden, die uns mit reinnehmen. Dann waren wir sogar manchmal jeden Abend irgendwie, jeden Abend dort in den Winterferien. Also das war schon ziemlich heftig und das waren auch ziemlich coole Zeiten. So, da hatte man noch extrem Spaß. Heutzutage gehe ich jetzt nicht mehr so auf den Diskus, vielleicht nur noch ein bis zweimal im Monat oder so. Emre KK fragt, was würdest du tun, wenn Snickers-Eis ausstirbt und es nur Mars-Eis gibt? Würdest du Mars-Eis dann essen? Also diese Frage ist natürlich sehr, sehr frech, die so zu stellen, weil das kann ich gar nicht so wirklich beantworten, weil Snickers-Eis eh nicht aussterben wird, weil Snickers sogar der meistverkaufte Riegel ist und Snickers-Eis ist sowieso noch erfolgreicher. Zwar nicht, aber ist ja auch egal, dann bleibt halt mehr für mich übrig. Und wenn es kein Snickers-Eis mehr gäbe und nur noch Mars-Eis, dann würde ich einfach das Mars-Eis aufsteigen, da Nüsse reintun und dann essen. Weil Mars-Eis ist ja eigentlich, ja, es ist schon tausendmal schlechter, würde ich schon ganz stark behaupten. Also es ist schon einer der schlechtesten Riegel, die ich jemals gegessen habe. Ist schon ziemlich schlecht und negativ, das Mars-Eis. Würde ich schon so ganz stark behaupten. Aber eigentlich ist der einzige Unterschied nur, dass es da keine Nüsse drin gibt. Also für Leute, die eine Allergie gegen Nüsse haben, die können Mars-Eis essen, aber die brauchen da gar nicht mit mir reden. Auf jeden Fall würde ich einfach Nüsse reintun und dann würde ich das Mars-Eis wieder zusammenkleben. Und dann würde ich es noch ein bisschen verschönern und dann würde ich es vielleicht, wenn ich, nee, dann würde ich es immer noch nicht essen. Nee, definitiv nicht. Armin Louis fragt, in wie vielen Jahren hattest du dein erstes Mal Sex? Und das kann ich euch so sagen, also ich hatte mit 13 meine erste Freundin und die wollte unbedingt mit mir schlafen, die war halt so richtig sexsüchtig, hatte ich das Gefühl. Und ich war mit 13 ein bisschen dickerer Junge, also ich war schon ein bisschen fetter, würde ich schon so ganz stark behaupten. Ich sag's immer wieder. Ist ja auch vollkommen egal, auf jeden Fall war ich ein bisschen dicker und dann dachte ich mir so, nee, mit der will ich keinen Sex haben, obwohl die eigentlich ziemlich geil aussah. Bis auf ihre Zähne, aber sagt ihr das nicht? Ja, auf jeden Fall lagen wir dann bei mir im Bett und sie hat mich gefragt, an was ich denke. Dann habe ich gesagt, ein Snickers-Eis und dann war's Schluss. Ich weiß nicht wieso. Also das war nicht mein erstes Mal, aber das wäre mein erstes Mal gewesen, hätte ich wahrscheinlich Mars-Eis gesagt. Übrigens, sie war eine Maserin und deswegen ging es dann auch nicht weiter. Deswegen bin ich dann mit 17, hatte ich irgendwann so ein paar Treffen mit einem Mädel und dann habe ich das Snickers-Eis in... Nächste Frage. Ferhat Sahin fragt, wen magst du mehr, Emko oder Giorgio? Das kann ich eigentlich gar nicht so sagen, weil ich mag von meinen Freunden eigentlich, vor allem von meinen YouTube-Freunden eigentlich gar keinen so wirklich mehr oder weniger. Ich mag irgendwie alle gleich viel, weil ich finde auch zum Beispiel, Emko ist zum Beispiel eine ganz andere Person als Giorgio, das kann man gar nicht vergleichen. Emko ist eher so ein ruhiger, halt so ein auch perverse Asiate, der immer nur an das übel Perverse denkt. Das bleibt bitte unter uns. Sagt ihm bitte nicht davon, dass ich jetzt über ihn in diesem Video gesprochen habe, okay? Vielen Dank, Alter. Auf jeden Fall, und George ist halt so ein bisschen aufgedrehter Typ. Und das sind zwei verschiedene Menschen, das kann man auch gar nicht vergleichen. Aber dann würde ich sagen, so meine drei besten YouTube-Kollegen sind jetzt zum Beispiel Nico, M-Core und Giorgio. Und ich habe trotzdem noch, ich habe ziemlich viele eigentlich, aber das sind so die drei besten, würde ich jetzt mal so ganz stark behaupten. Und ich habe schon wieder gesagt, man könnte draußen ein Trinkspiel machen. Immer so oft, wie ich das sage, also man könnte das so ganz stark behaupten, müsst ihr immer einen kurzen trinken. Viel Spaß! Und ja, deswegen habe ich eigentlich keinen besten YouTube-Kollegen so. Arthur Fanda fragt, ist Danny Burnage dein echter Name? Nein, ist er nicht. Und zwar heiße ich in Wirklichkeit Daniele und ich sehe schon kommen, wie viele Leute mich versuchen in Facebook zu adden. Allerdings werdet ihr eigentlich nur Fake-Accounts finden. Vor allem wollte ich auch erwähnen, dass es gibt viele Fake-Accounts von mir, die sagen euch, ihr sollt den Codes geben und viele glauben das dann auch noch, dass ich es bin. Da kann ich leider nichts für, aber ich wollte euch nur sagen, der Link, den ich unten habe, das ist mein Danny Burnage-Account, da könnt ihr mir Nachrichten schreiben, da antworte ich zwar nicht auf jede Nachricht, weil ich glaube, am Tag kriege ich 300 Nachrichten oder so auf diesem Account, also das schaffe ich dann nicht. Und selbst wenn ihr meinen privaten Account finden solltet, obwohl es auch tausende davon gibt, was ich dann eh nicht denke, dass ihr den findet, dann da antworte ich euch dann nicht, nur wenn, dann auf Facebook oder halt auf YouTube. Und deswegen fallt da nicht drauf rein, wenn euch jemand sagt, irgendein Danny Burnage, euch sagt, ja, gib mal eure Punkte und euer Geld her. Und ihr macht das dann, weil ich würde niemals irgendwie Geld von meinen Abonnenten verlangen. Und ganz genau deswegen fallt da nicht drauf rein, ohne Scheiß. Und zum echten Namen, da komme ich jetzt schon wieder vom Thema weg, ich heiße Daniele. Und ja, ich weiß gar nicht, wie ich eigentlich heißen sollte. Ich glaube, wer kam auf den Namen? Ich glaube, mein Vater kam auf den Namen. Es wird eigentlich wie Daniel, nur mit R am Ende und es ist ein italienischer Name. Und ja. Nico Nelson Schills Share
fragt, hast du einen Penis? Wenn ja, wie viele? Sehr, sehr viele. Oh, sehr, sehr viele. Detlef Burnish, also mein sogenannter YouTube-Vater, hast du dir schon mal versucht, deinen Finger, deine Faust in den Arsch zu schieben? Enttäusch mich nicht, mein Sohn. Also hör zu, Papa. Ja. So, und das war's dann wieder mit dem FAQ. Es war schön, dass ihr zu Ende geguckt habt. Und jetzt kommen die ganz, ganz wichtigen Informationen. Und zwar die erste Information ist zum Snickers Ice Beast. Das wird auf jeden Fall weiterkommen. Allerdings habe ich mir mit Giorgio gedacht, weil ich mir jetzt ein Aufnahmegerät bestellt habe und das Aufnahmegerät keine Verzögerung hat auf dem PC, kann ich endlich mit Freunden live streamen. Und auf der Konsole meine ich jetzt, auf dem PC konnte ich das ja auch vorher, aber auf der Konsole Livestreamen mit Freunden. Und da im Livestream werden wir dann auch zum Snickers Ice Beast weiter fortsetzen. Wir machen den Livestream also dann quasi jeden Tag. Wenn es mal ausfällt, dann tut es mir leid, aber dann haben wir irgendwie aus irgendeinem Grund keine Zeit. Aber ich denke, das soll ja nicht ausfallen, hoffe ich mal. Und ganz genau, das wird auf jeden Fall dann auch im Livestream kommen. Und dann wollte ich noch eine ganz, ganz wichtige Sache ankündigen. Und zwar habe ich jetzt einen zweiten Kanal erstellt. Und da kommen auch ziemlich viele Videos drauf, also auch täglich Videos. Das sind dann aber Spiele, die nichts mit Call of Duty oder mit Shootern zu tun haben. Ich habe mich doch entschieden, dass ich diesen Kanal für Shooter belassen will. Weil ich mich immer wieder sehe, wie Leute sich irgendwie beschweren, dass ich hier anderes Zeug hochlade, zum Beispiel wenn es um Minecraft geht oder so, weil das hier ein Call of Duty oder ein Shooter-Channel ist. Und da habe ich gesagt, okay, erstelle ich mir einfach einen zweiten Kanal. Ich weiß, ich hatte schon damals meinen zweiten Kanal erstellt, aber die Sache habe ich nicht so ernst genommen. Mittlerweile nehme ich die Sache ernster und da kommen wirklich dann auch alle so Let's Play-Projekte, die ich auf diesem Kanal nie hochladen würde. Minecraft-Projekt habe ich für euch. Ich habe dann auch noch einen Server mit Giorgio, da zocken wir auch drauf. Und also da kommen schon sehr, sehr viele Sachen drauf. Link einfach in der Beschreibung. Checkt es aus. Und ja, dann sehen wir uns auch auf meinem zweiten Kanal. Da kommen, wie gesagt, auch Videos hoch. Allerdings muss ich sagen, dass wenn ihr auch meinen zweiten Kanal toll findet, dieser Kanal wird immer Platz 1 bei mir bleiben. Und der Kanal ist mir auch immer viel wichtiger. Also ich mache da, wenn ich zum Beispiel jetzt auch wirklich gar keine Zeit habe, für den zweiten Kanal Videos zu machen, dann werde ich da auch keine Videos drauf machen für einen Tag oder so. Dann muss ich mich um meinen Hauptkanal kümmern. Das ist bei mir einfach so. Und ganz genau, dann sehen wir uns dann. Ganz genau. Außerdem, lasst dem Video jetzt bitte einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, so mehr Real-Life-Vlog und so weiter und so fort. Und ja, außerdem unterstützt ihr mich damit, also klickt den Daumen nach oben Button jetzt. Und schreibt in die Kommentare, wie es euch geht. Ganz genau, das schreibt ihr hin. Und abonniert jetzt meinen Kanal für mehr Videos von mir und um keine Sachen mehr zu verpassen, da werden von mir viele Videos hochkommen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage nur noch 3, 2, 1, tschüss!